Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu neuem Elden Ring Video. Und in den Kommentaren wurde gefragt, welches Schild ich benutze. Einmal vom guten Toastbrot, cooler Name, und einmal von der Sayonara L. Und ich habe mir gedacht, es wäre ein bisschen langweilig, jetzt nur zu zeigen, wo ich dieses eine Schild habe, weil ich habe über die Zeit in Elden Ring mehrere Schilde benutzt. Deswegen würde ich euch einfach mal eine Auswahl der Schilde zeigen, die ich gut finde und selber auch benutzt habe. Angefangen habe ich mit dem Messingschild, dann habe ich später das Quallenschild benutzt und jetzt benutze ich das Halligbaumwappen Großschild. Darüber hinaus würde ich euch zeigen, wo es den silbernen Spiegelschirm gibt, weil der am meisten magische Verteidigung hat, was in bestimmten Bereichen sehr gut ist. Ich will euch zeigen, wo ihr das Ikonenschild kriegt, was eure LP regeneriert. Und ich zeige euch, wo es das Fingerabdruck-Steinschild gibt, das stärkste Schild von allen, was die Verteidigung angeht. Und anfangen werden wir hier mit dem Quallenschild. Beim Quallenschild bin ich auch schon fast, wo ihr das findet. Ich zeige euch einmal die Karte. Müsst ihr hier zum Fuß der vier Glocken. Und das Quallenschild findet ihr dann hier im Gebiet an einigen anderen Quallen. Da vorne sind sie schon. Sind ganz viele rote Quallen. Und genau zwischen den Quallen liegt dann das Quallenschild. Ich glaube, ich habe schon aufgesammelt. Oder ist es das? Ah ne, da ist es. Hier findet ihr dann das Quallenschild. Und das kann man relativ früh bekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal eben die Stats. Abgesehen davon, dass es natürlich ziemlich cool aussieht, hat das auch einen Angriffsboost auf L2, der euch kurzzeitig einen Angriffsboost gibt. Als nächstes zeige ich euch, wo ihr das Messingschild bekommt. Wie gesagt, das habe ich direkt am Anfang des Spiels mir besorgt und dann auch sehr, sehr lange benutzt. Habe ich auch selber auf plus 25 gelevelt. Hat dann einen Abwehrbonus von 69, der wirklich sehr, sehr gut ist. Wer das nicht weiß, der Abwehrbonus, den seht ihr bei den Abwehrschadensresistenzen, der entscheidet, wie viel Energie, Kondition euch abgezogen wird, wenn ihr einen Angriff blockt. Und das Messingschild, das könnt ihr tatsächlich direkt am Anfang in Limgrave finden, bei Ruin vor dem Tor oder jedem anderen Godric Soldier. Allerdings ist die Droprate nicht allzu gut, die ist so ungefähr bei 1%. Im Wiki steht was von 0,8. Also könnte das Farmen gerade am Anfang ohne den Silberskarabäus etwas lange dauern. Und immer die Leute, die dann auch selber tragen, können den auch droppen. Wer übrigens nicht weiß, wo es diese Waffe her, wo ich die Waffe her habe hier, kann gerne mal hier oben das Video abchecken. Da zeige ich euch, wo ihr diese Waffe hier bekommt. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Schild. Das Ikonenschild, welches eure LP heilt, findet ihr im Altusplateau, also schon etwas weiter fortgeschritten in der Story, nachdem ihr Ranella besiegt habt und den Aufzug benutzen könnt, den Aufzug von Dektus, müsst ihr hier hoch zur großen Waldbrücke und dann zu den Ruinen des Waldvolks, allerdings die oberen. Das heißt, hier oben müssen wir einmal hin und dort findet ihr das Ikonenschild. Ich zeige euch einmal ganz genau wo. So, ich bin in den Ruinen angekommen, alle Gegner besiegt und es ist entweder das Item oder das Item. Wir schauen mal zusammen. Das war ein Schotterstein. Und hier ist das Ikonenschild. Als nächstes hätten wir das Spiegelschild, das den extrem hohen magischen Verteidigungswert hat. Das findet ihr sehr, sehr spät erst in der Story, weil sobald ihr Zugang in das linke Gebiet, in das westliche Gebiet der Mountaintops habt, also Berggipfel der Riesen. Und dort müsst ihr komplett durch, einmal bis zur verfallenen Ruine der Abtrünnigen, um in das linke Feld überhaupt hinzugelangen, müsst ihr einmal in Schloss Sol den Endboss besiegen und die rechte Seite der Medaille holen und einmal bei dem Dorf der Albinaurix die linke Seite holen des geheimen Medaillons und dann könnt ihr mit dem großen Aufzug von Roll den geheimen Weg nehmen, kommt hier raus beim Geheimpfad zum Halligbaum und könnt dann nach oben durchrennen. Ich würde das da einmal eben machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich an der
Ruine bin. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich muss selber auch noch die beiden Hälften holen. Also, bis gleich. Ich bin endlich angekommen. Das ist gar, ich habe es relativ überschätzt. Der Weg ist gar nicht so schlimm. Also, wenn ihr das Schloss Sol schnell hinter euch lasst, das ist ein bisschen knifflig, aber der Weg ist auch nicht weit. Und dann schon ins Albanaurik-Dorf kommt, dann habt ihr schnell den Geheimweg und dann reitet ihr schnell hier hoch. Also es hat bei mir jetzt vielleicht 10 Minuten gedauert. Und ihr müsst ja sowieso hier hin für das Halligbaum-Schild, was ich euch zeigen werde. Dann müssen wir ja gleich das Rätsel in Ordina machen. Und jetzt geht es aber erstmal um das Magieschild. Das hier. Was gerade im Halligbaum sehr gut ist. Und das müsste eigentlich hier liegen. Ja, silberner Spiegelschirm. Sehr, sehr gut für den Halligbaum. Kann ich wärmstens empfehlen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes tatsächlich das Halligbaum-Schild. Und dafür müssen wir in den Halligbaum rein und vorher das Rätsel in Ordina machen. Dafür würde ich jetzt einmal zu Ordina und wenn ich da bin, machen wir zusammen das Rätsel. Übrigens haben mich viele gefragt, wo ich diese Fäulnis-Großachse her habe. Seht ihr den Gegner da vorne? Der hat die Achse in der Hand und der lässt die fallen. Ist einfach direkt hinter Ordina, da an der Klippe. Dort ist der Fäulnis-Großritter, wie der heißt. Und von dem kriegt ihr die Axt so mal nebenbei. Und ich bin jetzt hier in Ordina angekommen. Hier gibt es eigentlich noch irgendwo eine Gnade, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube hier hinter. Und dann machen wir mal eben zusammen das Rätsel. Das ist nämlich wirklich nicht schwer, wenn man einmal den Weg weiß. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal gemacht. In dem Rätsel kommt ihr in einen anderen Bereich, der genauso aussieht wie hier. Und da müsst ihr die Fackeln anmachen. Und wo die Fackeln sind und wie ihr da am besten lauft, das zeige ich euch jetzt einmal am besten. So, wir springen hier einmal runter. Dann direkt hier auf die Reling. Noch ein Stück weiter und hier die Treppe hoch. Bin hier eben einmal gestorben, richtig dumm. Wir müssen nämlich relativ schnell sein, dürfen nicht stehen bleiben, weil wir sonst von unsichtbaren Assassinen getötet werden. Und ein Dach weiter gibt es auch noch Bogenschützen, die sehr viel Schaden machen und immer treffen. Also, so einmal hier die Kerze anmachen. Dann wieder runter. Hier runter. Und hier hoch. Ah, da war schon ein Gegner, habt ihr gesehen? Und gehört, da, der unsichtbare Gegner, der backstabt euch und seid ihr sofort tot, wenn ihr wenig Leben habt. So, hier ist die zweite, die ihr aktivieren müsst. Und hier runter. Aufpassen wegen dem unsichtbaren Gegner, da ist er. Bloß nicht besiegen, einfach weglaufen. Wie hier lang zurück. Es bringt also nichts, diese Gegner zu besiegen, glaubt es mir. Hier wieder hoch. Und dieses Mal hier vorne runter droppen. Jetzt immer schön das Schild oben halten, weil da vorne sind Bogenschützen, die euch töten können. Genau die. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden? So, und der muss jetzt einmal hier runterfallen. Oder sterben. Doch gut zählen. Gibt es hier oben die nächste. So, und jetzt noch eine über. Und die ist... müssen wir hier wieder runter. Aber ich gucke gerade wegen dem Bogenschützen, dass ihr nicht getroffen werdet.
Ah, die ist da vorne. Halt, komm. Ihr müsst einmal wieder hier runter, dann wieder übers Dach zurück. Dann hier runter. Ah, ja, scheiß Bogenschütze. Und dann ist hier die nächste. Ah, da wurde, war schon wieder ein Gegner. Aber jetzt habe ich es geschafft. Man kann sich ja auch nicht heilen, ja. So, das waren alle vier Siegel. Wenn ihr das geschafft habt, dann ist hier oben nämlich der Weg dann frei. Und dort ist der Teleporter zum Halleck Tree. Und wenn ihr jetzt im Mikellas Halleck-Baum angekommen seid, müsst ihr den ganzen Weg runter. Und ich würde sagen, das könnt ihr alles mal selber erforschen. Und dann sehen wir uns unten beim Endboss. So, ich habe Loretta besiegt. Ist aber leider noch ein Stückchen, bis ihr beim Halleck-Baum-Ritter seid. Müsst ihr nämlich kurz vor Malenias Bosskampf sein. Deswegen laufen wir jetzt noch ein Stückchen weiter und sehen uns dann an der Gnade, wo ihr sein müsst, um das Halleck-Baumschild zu farmen. Denn das ist ein Random-Drop. Ich glaube sogar ein Rare-Drop. Also bis gleich. Wer bis hierhin geschaut hat, der kriegt von mir jetzt auch nochmal zwei Geheimwege im Halleck-Baum. Einmal für einen uralten Drachen, Dunkeldrachenschmiedestein, die schon relativ selten sind. Und eine andere Sache. Holen erstmal einen dunklen Drachenschmiedestein. Oh, Drachen-Dunkel-Schmiedestein? Ich weiß nicht. Vergesst mal, wie die heißen. Lauft einfach so, wie ich laufe. Dann wieder hier hoch. Und dann habt ihr hier eine Kiste. Und in der Kiste gibt es den uralten Drachen-Dunkel-Schmiedestein. Einige hatten mich gefragt, wo ich diesen Talisman hier habe. Den Drachen-Großschild-Talisman. Den findet ihr nämlich auch in Halleck Tree. Und zwar hier in diesem Bereich, wenn ihr beim Abwasserkanal seid, dann kommt ihr hier so oder so entlang und anstatt, dass ihr da unten runterspringt, geht ihr hier hoch, den Baum hoch und springt hier in das Loch rein. Vorsichtig, weil da sind böse, böse Gegner. Ah, bisschen aufpassen. Aber das geht schon. So. Hier ist nämlich der Drachen. Hallo? Der Drachen-Großschild-Talisman drin. Und hier sind wir auch schon so gut wie an der am Farm-Spot. Und hier ist die letzte Gnade vor Malenias Bossfight. Und hier fängt auch die Farmroute an. Was ich euch ganz wärmstens ans Herz legen kann, ist die Krepusviole. Damit macht ihr nämlich keine Geräusche. Und damit ist es sehr, sehr, sehr viel einfacher, an den Spinnenviechern vorbeizukommen. Denn wir müssen jetzt hier wieder hoch. Ich nehme mal den Silberskarabäus direkt drauf. Vielleicht habe ich ja Glück. An den vorbei, der mich sogar direkt gehört hat. Einfach hier raus. Oh Mann. Fast tot. Dann hier rechts, wenn ihr rauskommt rechts, ich habe mich nur kurz hinter einem Baum geheilt. Wieder rechts und dann ist hier rechts der Gegner, den ihr besiegen müsst. Und der lässt euch das Halleck-Baum Schild fallen und ich finde, das ist die einfachste Methode, um das Schild zu farmen. Jetzt wieder zurück zu den Wurzeln und den Weg nochmal laufen. Und waren es überhaupt die Wurzeln? Ja, Wurzeln. Und den Weg nochmal laufen und dann mit etwas Glück das Schild bekommen. Puh, das war ein langer Weg. Und jetzt zeige ich euch noch das letzte Schild. Das stärkste Schild im ganzen Spiel. Das Fingerabdruck-Schild, Steinschild. Das habe ich schon ein paar Mal gezeigt in Videos. Und zwar müssen wir da nämlich den Weg bei Mock runter in Laendell zu... Ich bin mir gerade nicht sicher. Sekunde. War es Tiefe der Verlorenen? Also die richtige Gnade heißt Kathedrale der Verlorenen, wenn ihr Mock besiegt habt.
Und dann habe ich euch ja gezeigt, könnt ihr hier hinter, wenn ihr hier gegenschlagt, einen geheimen Weg freimachen. Und dann müsst ihr hier mit Parkour den Weg runter. Ey, ich will gar nicht wissen, wie oft ich das hier jetzt schon für Videos gemacht habe, diesen scheiße Weg hier runter zu gehen. Ich sage euch, irgendwann kann ich den blind mit verbundenen Augen hier runterspringen. Das macht nämlich echt wenig Spaß, dieser Weg hier runter. Bin gespannt, ob ich es First Try schaffe. Was sagt ihr? Soweit, so gut. Oh, fast so weit gesprungen. Crazy. Darüber. Oh, Trick. Rettungstrick. Wenn ihr schnell Spiel beenden drückt, dann sterbt ihr nicht und landet da, wo ihr das letzte Mal festen Halt hattet. Dann rutscht ihr da nicht so runter. Ja, ist manchmal ein bisschen doof. Also Souls Games und Jump'n'Run, Leute. Mit Springen ist war ein bisschen besser geworden, aber das war noch nie die Stärke von einem Souls Game und glaubt, das wird es auch niemals sein. So, dann seid ihr nämlich hier wieder auf festem Boden. Dann können wir dahin springen. Hier unten gibt es auch noch eine Inkarnation, eine Anrufung mit den gelben Augen. Hier das Ding könnt ihr auch kaputt machen. Habe ich euch alles schon 10-mal gezeigt. Muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Wer es wissen will, gerne mal mein älteres Video abchecken und dann können wir hier runterspringen. Normalerweise ist da oben noch so eine Zwischendecke, die ist halt bei mir schon kaputt. Und dann habt ihr hier eine Gnade. Ach, ich bin einfach vorbeigelaufen an dem Schild. Bevor ich gerade da runtergesprungen bin. Ach, scheiße. Zeige ich euch das jetzt nochmal? Ach Mist, ey. Bevor ich da gerade runtergesprungen bin, da gibt es so ein. Da kann man noch langlaufen und da ist auch das Schild. Ich mache den Sprung, ich mache den Jump-and-Run-Kurs da jetzt nicht nochmal. Hier geht es zu Finster. Tiefen der. Wie heißt das Ding? Tiefen von Tiefwurz da entlang. Hier ist die Gnade, da sind die drei Finger. Und so bekommt ihr das Schild. Also, wie gesagt, bevor ich da gerade den letzten Sprung gemacht habe, da ist das Schild. Und ja, gerne den Kanal abonnieren, das würde mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und mal kommentieren, was ihr gerne für ein Schild benutzt, was euer Lieblingsschild ist. Meins ist ja aktuell tatsächlich das Halligbaum Wappengroßschild. Das benutze ich aktuell sehr gerne. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.